frage mich immer noch, unter welcher Überdosis Optimismus ich die Idee hatte, auf unsere Tour ein Buch mitzunehmen. Im Frühjahr waren wir Eltern geworden und wollten nun die erste kleine Tour mit unserer Tochter Ronja unternehmen. Maximal minimalistisch packen wurde so zu einer ganz neuen Herausforderung. So, wir packen. Sieht doch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wir haben nur so ein kleines Kind und auf einmal sieht es so aus, ne, als ob hier irgendwie 5 weitere Leute mitkommen. Ja, würde ich auch sagen. Also noch chaotischer als sonst. Aber es wird noch. Ich bin sehr optimistisch. Kommt bestimmt alles, passt alles ans Fahrrad. Die Frage ist, welches von diesen Spielzeugen nehmen wir dann mit, ne? Das Leichteste. Das Leichteste? Ja. Müssen wir gleich mal eine Waage suchen. Nein, keins von denen. Wir haben hier, keine Ahnung, hier sowas. Die Tüte oder so. In einem günstigen Moment, als Jakob kurz abgelenkt war, habe ich dann doch das Spielzeug noch ins Gepäck geschmuggelt. Für den Gepäcktransport war er nämlich später zuständig. Gewicht? Soll ich mal die Kofferwaage holen? Für die erste Radtour mit Baby hatten wir strenge Anforderungen. Seichte, perfekt befestigte Waldwege und so wenig Verkehr wie möglich. Dazu nahe Anreise, viele Wetterschutzhütten und ausreichend Campingplätze. Die Wahl fiel auf den Südschwarzwald. Wir hatten in St. Blasien geparkt und die Route für 5 Tage Bikepacking so geplant, dass wir jederzeit in wenigen Stunden zurück am Auto wären. Einige Teile der Route verliefen dabei entlang des Südschwarzwaldradwegs. Wir starten unseren Urlaub, unseren Erholungsurlaub. Wohin geht's? Südschwarzwald. Genau. Also wir fahren jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden. Die Wetterbedingungen sind bisher, ich würde sagen, stabil, leichtes Grau. Mal schauen, wie es heute noch wird. Heute stehen nur 16 Kilometer. Ja, 16 Kilometer und 500 Höhenmeter. Ja, das ist unser erster Start bis zum ersten Campingplatz, heute am Schluchsee. Eine Person der Reisegruppe war extrem gut ausgeschlafen, als wir dann endlich um 2:30 nachmittags am Wanderparkplatz in St. Blasien ankamen. Nicht ganz optimal, wie sich allerdings erst später zeigen würde. So, Jakob wird eingekauft. Fast so, als wären wir in der mongolischen Steppe unterwegs, wo es keine Einkaufsmöglichkeiten über Wochen gibt. Besser als hungern. Auf der Einkaufsliste standen Snacks. Da wird wieder eine gesunde Woche. Wahrscheinlich war es leicht bis mittelmäßig übertrieben, neben dem ganzen Babykram noch ungefähr 8 Kilogramm Lebensmittel mitzunehmen. Wir hatten uns für das Babypacking für eine Kombination aus 2 Single-Trailern entschieden. Kind und Zelt waren in meinem Hänger, während Jakob das gesamte Gepäck transportieren sollte. So, jetzt gleich geht's los. Erste Familien-Mini-Bikepacking-Tour. 16 Kilometer zum Schluchsee. Pünktlich dazu kommt auch hier der blaue Himmel raus. 1,5 Stunden packen. Hoffentlich ist das jetzt nicht jeden Morgen so, dass wir 1,5 Stunden packen müssen. Ja, länger, ne? Wenn Ronja quengelt, dann wahrscheinlich länger. Ja, ein Zelt einpacken und so weiter. Jetzt war ja schon alles vorgepackt. Okay, morgen stehen wir um 5 Uhr auf. Dann würde ich sagen, es geht los. Es ging los. Und zwar zuerst einmal richtig ordentlich bergauf. Ich hatte zwischenzeitlich ein etwas schlechtes Gewissen, gleich eine ganze Auswahl an Babyspielzeug in Jakobs Gepäck geschmuggelt zu haben. Ein neues Erlebnis. Noch nicht mal einen Kilometer. Ich lege meinen ganzen Gang auf, aber es ist nicht steil. Ich glaube, wir sind leicht überladen. In den allermeisten Fällen ist es ja sehr schön, ein ausgeschlafenes Baby zu haben. In Bezug auf Schlafen im Hänger gab es allerdings nach wenigen Kilometern leichte Interessenskonflikte.
Nach 4 Kilometern machen wir die erste Pause. Jetzt ist erstmal Stillen angesagt. Und dann geht's in die Abfahrt. 2 Stunden und mehrere Beruhigungspausen später hatten wir dann endlich den Schluchs erreicht. Zugegebenermaßen nervlich etwas vorbelastet. Wieso sind doch nur noch 15 Kilometer? In den letzten 2 Stunden haben wir doch schon 5 gemacht. Easy. Aber schön ist's. Mittlerweile war es bereits nach 18 Uhr. Und ich sah uns schon in völliger Dunkelheit und mit schreiendem Baby im Arm den Weg zum Campingplatz suchen. Drüben sieht man schon den Campingplatz. Noch einmal um den kompletten See rum. Zum Anhalten und schöne Ausblicke genießen war leider keine Zeit. Denn wir mussten jede Schlafminute von Ronja ausnutzen, um Strecke zu machen. Das ist leicht zeitstressig, aber nicht sehr. Ronja schreit halt ab und zu. Und dann muss man anhalten. Ist halt so. Mega schön ist es hier. Die väterlichen Gesänge haben sicherlich dazu beigetragen, dass Ronja bis zum Campingplatz dann durchgeschlafen hat. Wenigstens. Wir müssen uns erstmal noch sammeln. So, wir sind auf dem Schluchsee-Campingplatz jetzt, haben den erreicht. Hm. Endlich. Ist jetzt kurz vor 7 wahrscheinlich so ungefähr. Also hat alles ein bisschen länger gedauert. Eine kleine Schreiattacke zwischendurch. Von Jakob. Jetzt müssen wir gucken. Wir hoffen, die haben noch ihren Platz frei für unser Zelt. Das ist ein bisschen größeres Zelt als sonst. Aber erster Tag Bikepacking mit Kind. Ja, check. Kidpacking sozusagen. Ja. Wenn man Kinder hat, sollte man eigentlich wissen, lobe den Tag nicht vor der Nacht. Erstmal gucken, wie man dieses Zelt aufbaut. Unser Probezelten 3 Wochen zuvor auf dem heimischen Campingplatz, im XL-Familienzelt, in dem man sogar stehen kann, hatte problemlos geklappt. Und zumindest Ronja schien sich in unserem Gewichtsplatz-Kompromisszelt durchaus wohlzufühlen. Ja, das ist schon fantastisch, oder? Das ist richtig, wenn der Regen hier oben drauf prasselt. Der prasselnde Regen war zum Glück erst für den nächsten Tag vorhergesagt. Es war ein kalter, aber klarer und wunderschöner Abend, den wir mit einer Tüte saurer Drachenzungen am Schluchsee genießen konnten. Das ist mega. Ist das schön. Ich weiß nicht, ob ein so kleines Menschlein schon Outdoor-Glücksgefühle haben kann. Aber dieser Abend hatte für uns als kleine Familie irgendwie etwas Magisches. Zurück am Zeltplatz mussten wir feststellen, dass wir einen Fehler begangen hatten, der uns leider irgendwie immer wieder passiert. Wir hatten das Zelt natürlich mal wieder direkt neben einer Laterne aufgebaut. Doch Schlafkiller Nummer 1 wurde in dieser Nacht ausnahmsweise nicht das grelle Neonlicht der Lampe. So, um ehrlich zu sein, es war eine katastrophale Nacht. Ich habe ungefähr 1 Stunde geschlafen. Der Terrorzwerg. Terrorzwerg. Ist jetzt bekannt auf dem ganzen Campingplatz. Irgendwie ein bisschen logistische Schwierigkeiten heute Nacht hier im Zelt. Es wäre eine schöne Aufgabe der Kombinatorik, auszurechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt, 3 Isomatten in einem Zelt in Quer- und Längsrichtung zueinander zu positionieren. Wir haben es jedenfalls geschafft, in einer Nacht alle durchzuprobieren. Neben den normalen Platzproblemen bei 3 sehr ausladenden Schläfern kam die Disziplin mehrfaches Stillen mit Seitenwechsel erschwerend hinzu. Es ist nicht gerade die romantische Vorstellung von Zelten, aber das beste Ergebnis war, so diagonal zu liegen, dass jeder die Füße des anderen im Gesicht hat. Alles gut da drinnen? So, machen wir
die Luken dicht und dann Abfahrt. So, voll ausgeschlafen geht's jetzt heute zum Titisee mit einem kleinen Schlenker. Wir haben vor, 26 Kilometer zu fahren. Und wieder sind es wieder so 400 bis 500 Höhenmeter. Das reicht uns aber auch. Das Wetter ist, ab heute Nachmittag ist Regen angesagt. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen bis dahin. Vielleicht schaffen wir es sogar. So. Vom Schluchsee weg geht's jetzt hoch im Schneckentempo zum Eulemer Kreuz. Wir sind auf 1000 Meter, haben etwa 400 Höhenmeter vor uns, glaube ich, heute. Der Zwerg schläft. Da kann man auch mal gut Strecke machen. Ich glaube, 4 Kilometer haben wir nicht ganz geschafft. So, Punktlandung. Es regnet und wir sind an der Wasserlochhütte. Theoretisch könnte man hier super bleiben, aber... Und Ronja ist auch gerade wach geworden. Trifft sich ganz gut. Jetzt gibt's erstmal eine Strampelpause. Es regnet, Ronja. Mit ein bisschen Licht und 15 Grad wärmer hätte es durchaus gemütlich sein können. Ist auf jeden Fall wieder eine Punktlandung, würde ich sagen. Wir hoffen nur, dass es nicht die ganze Zeit jetzt gleich so weiter regnet. Sonst? Ja, ein richtiges Sonst gab es leider nicht. Der Regen hörte natürlich nicht auf. Aber irgendwann mussten wir halt weiter. Ronja war mittlerweile auch so weit, dass sie einen Nachmittagsschlaf im Hänger gut gebrauchen konnte. Zum Eulemer Kreuz hinauf im strömenden Regen. Keine Ahnung, aber irgendwie passte das mal wieder zu uns. Man muss es sich einfach vorstellen, wie schön das hier wäre, wenn die Sonne scheinen würde. Es wäre so schön, oder? Wenn die Sonne scheinen würde. Bei Temperaturen zwischen 8 und 9 Grad bereute ich mittlerweile, dass ich keine Winterhandschuhe dabei hatte. Das wäre doch perfekt hier, oder? Und ich dachte die ganze Zeit, was machen wir, wenn jetzt Ronja aufwacht? Aber zum Glück hat sie tief und fest geschlafen. So, wir sind da. Endlich in Titisee. Touri-Ort, aber... Wir hatten das Glück, bei Freunden in einem Bauwagen übernachten zu können. Schön warm. Wer hätte gedacht, dass man das im Hochsommer mal sagt. Oh ja. Kamin an, schön warm. Und gefällt dir auch? Im Bauwagen? Ja? Mit der Wärme kam bei mir die große Müdigkeit. Das Schlafdefizit der letzten Nacht machte sich mehr als bemerkbar. Und es tat so gut, einfach irgendwann die Augen zuzumachen. Guten Morgen. Erholt, so erholsam eine Nacht mit Baby halt so ist. Guten Morgen. Frisch und ausgeschlafen starten wir heute. Hier aufgewärmt sind wir auch noch. Starten wir jetzt heute in die Wutachschlucht über den Südschwarzwaldradweg. Das Wetter sieht gut aus.
Es ist, also sonnig ist übertrieben, aber andererseits haben wir gestern auch schon gesagt, das Wetter sieht gut aus. Ja, mal sehen, wie das heute wird. Los geht's! Weit kamen wir allerdings erneut nicht. Denn schon in Neustadt setzte der berüchtigte 5-Kilometer-Hunger ein. Wieder der berüchtigte Hunger nach dem Losfahren auf dem Edeka-Parkplatz. Gesundes Mittagessen. Mm. Ja, Frühstück. Ja, man weiß es nicht so genau. Fleisch geht weg, das muss man einfach essen. Guten Hunger. Normalerweise sind Fleischkäsweckle spätestens ab Verdauungsstufe 2 zum Radeln nicht gerade vorteilhaft. Zum Glück stand heute nur eine Flachetappe an. Heute fahren wir auf dem Bähnle-Radweg, einer ehemaligen Bahntrasse, gerade aus Neustadt raus. Unsere Fahrzeit hatten wir an den Schlafrhythmus von Ronja angepasst. Das bedeutete, dass wir vormittags etwa 1,5 bis 2 Stunden fahren konnten, dann eine lange Mittagspause machten und nachmittags nochmal 1,5 Stunden auf die Räder konnten. Bei gutem Wetter und warmen Temperaturen ist diese strenge Taktung ja kein Problem, da man grundsätzlich überall Pause machen kann. Bei schlechtem Wetter jedoch wird das Ganze etwas stressiger, da man eine trockene Stelle zum Unterstellen braucht, wo man stillen und wickeln kann und auch 2 Stunden Pause machen kann, ohne dass jemand friert. Und diese Stelle mussten wir auf jeden Fall erreicht haben, bevor Ronja aufwacht. Da der Regenradar für den Nachmittag nicht gut aussah, hatten wir bereits am Vormittag entschieden, unsere Mittagspause in einem Café in Lenzkirch zu machen. Es rollt! Wie schnell fahren wir? 17 km/h! Schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit heute des Urlaubs bisher. Oh, da vorne kommt das Mega-Hindernis. Früher hatten wir Tragestellen durch Geröllfelder. Heute sind die Hindernisse ein bisschen anders geworden. Diese Schranken hier nämlich, die sind gar nicht so easy mit Anhänger. Gucken. Ja, ich habe wertvolle Fracht. Ich werde lieber schieben. Das Timing hätte besser nicht sein können. Pünktlich bevor der große Regen einsetzte, hatten wir das Café in Lenzkirch erreicht. So, kleine Mittagspause. Also ich habe auf jeden Fall die bessere Wahl. Wenn man ein neidisches Gesicht sehen will. Es hatte sich so richtig schön eingeregnet. Aber länger warten konnten wir nicht, da wir noch einige Kilometer zu unserer Übernachtungsmöglichkeit absolvieren mussten. So, Nachmittagsetappe sind noch 28 Kilometer. Es ist volles Mett am Regnen. Aber bringt ja nichts, ne? Aber sonst sehr schön hier. So, voll am Sitzen. Und es geht jetzt weiter. Auf dem Bähnle-Radweg und es ist wunderschön. Ich glaube, es war der Geschwindigkeitsrausch. Aber der Bähnle-Radweg rollte auch einfach hervorragend. Da unten fließt die Wutach. Und auch die Aussicht auf weitere Highlights stimmte uns optimistisch. So, wir haben den Süd-Schwarzwald-Radweg jetzt verlassen. Und jetzt gleich, wir haben uns jetzt einen Abschnitt rausgesucht, um zu unserem, wie ist der, Bergerhof? Bruderhof zu kommen. Bergerhof ist ein bisschen makaber. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt gleich ein Segment, das heißt Alpenpanorama. Und wir sind schon sehr gespannt. Weil die Alpen haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir freuen uns schon richtig. Es war einfach gigantisch. Ein Alpenpanorama, das seinesgleichen sucht. Ronja hat diese traumhaften Ausblicke leider komplett verschlafen.
Wir konnten uns gar nicht losreißen. Oder so ähnlich. Am späten Nachmittag hatten wir dann endlich den Bruderhof in Wutachmühle erreicht. Willkommen auf dem Bruderhof. Wir wurden extrem herzlich empfangen. Der Bruderhof ist ein Bauernhof, an dem man auch zelten kann. Wir waren sehr froh um den Zeltplatz in Alleinlage. Denn wenn du auf dem Campingplatz auf der Zeltwiese 8 Zelte um dich rum hast und dann nachts dein Baby schreit, dann ist das stressig für alle Beteiligten. So, 5 Minuten und das Zelt ist aufgebaut. Zumindest die Außenhülle. Es tröpfelt auch schon wieder, von daher gut, dass es jetzt so schnell ging. Eingekuschelt im Zelt lauschten wir noch eine Weile den Regentropfen auf der Zeltwand. Und mit neu ausgerichteten Isomatten hatten wir eine verhältnismäßig geruhsame Nacht. Der nächste Morgen. Und mir wurde klar, wie hungrig die Kombination von Stillen und Radfahren macht. So, unser Frühstückskorb vom Bruderhof. Wow. Das sieht ja mega aus mit selbstgebackenem Brot, Kaffee, Zopf. Richtig gut. So, was es hier alles gibt im Frühstückskorb. Sorry, Ronja. Haferflocken, Cornflakes, Schokolade. Jakob und ich waren uns einig. Es war das beste Frühstück, das wir je irgendwo gegessen hatten. Wahrscheinlich auch selbst gemacht hier. Der 5-Kilometer-Hunger sollte heute wohl ausbleiben. Üblicherweise vergingen zwischen Aufstehen und Losfahren etwa 4 Stunden. Heute ganz praktisch, da sich der Regen am späten Vormittag verzogen hatte. So, wir sind gestartet. Wir haben jetzt das Wutachtal verlassen und jetzt auf dem Weg in Richtung, wie heißt es, Waldshut? Ja. Und haben da jetzt uns eine Unterkunft gebucht. Unsere Sachen sind tierisch nass, dann können wir mal ein bisschen abtrocknen. Und sind heute auch nur 30 Kilometer dann. Also das heißt nur, also es ist ja noch viel gegenüber den ersten Tagen, aber leider 700 Höhenmeter. Also steht gleich nochmal ein bisschen Kurbeln an. Hier ist auch jetzt schon ein schönes Sägezahnsträßchen. Man sieht es nicht so, kommt nicht so rüber, aber rauf, runter. Los Frau geht's. Hat eben meinte Wellblech. Wellblech, ja. Okay. Solange der Bodenbelag kein Wellblech ist, ist alles in Ordnung. Sagte sie vor den zahlreichen Anstiegen mit bis zu 15% Steigung. Während man in der Ebene und bei leichten Steigungen den Single Trailer kaum spürt, kommt man bei steileren Bergen echt an seine Grenzen. In Schlangenlinien kämpfen wir uns die steilen Anstiege hinauf. Die Motoren liefen richtig heiß und gefühlt war plötzlich der Sommer ausgebrochen. Temperaturcheck. Heute mal bei Sonne unterwegs. Wer hätte das gedacht? Etwa alle 20 Minuten checkten wir Ronjas Temperatur im Anhänger. Wir wollten auf keinen Fall, dass ihr zu warm oder zu kalt wird. Was gar nicht so einfach war, bei den sich stets wechselnden Bedingungen von Fahrtwind, Regen und Sonnenschein. So, wir sind in Stühlingen. Genau hier an der Kirche machen wir jetzt Mittagspause. Bei Sonnenschein. Schönes schattiges Plätzchen hier unterm Baum. Den Genuss des schattigen Plätzchens hatten wir für etwa 10 Minuten. Kann man nicht einmal in Ruhe Mittagspause machen? Was ist? Es regnet. Jetzt müssen wir hier weg unter dem Baum, weil er hält nämlich nicht lange dicht hier. Shit. Gerade noch rechtzeitig flüchteten wir in ein nahegelegenes Café. Und es war tatsächlich nicht die schlechteste Idee. Warnung vor starkem Gewitter. Eigentlich sind es ja nur noch 10 Kilometer, aber noch ein paar hundert Höhenmeter bergauf. Es gab jedenfalls schlechtere Orte, um noch ein paar Regenwolken passieren zu lassen. So, Endgegner. Mit ein bisschen Koffeinboost
die Suppe läuft. Ich weiß nicht, woran es liegt. An der hohen Luftfeuchtigkeit. Es war immer so warm. Oder an den vielen Kaffees, die wir gezwungenermaßen bei den vielen Pausen natürlich trinken mussten. Ja, Schande, ne? Was soll man machen? Jetzt geht's hier, ja, noch, sind so noch 5 Kilometer bergauf und dann sind wir in unserer Unterkunft. Ja. Mal gucken, also ich würde sagen, Stündchen. Optimistisch. So, Regenjacke mal wieder nötig. Ja, mal gucken, ob nötig. Das war die schwierigste Entscheidung des Tages. Sollen wir die Regenjacke auspacken oder nicht? Aus oder an oder aus oder an oder aus oder an? Ist das genug oder nicht? Oder? Nochmal überlegen. Und dann 500 Meter später ausziehen wieder. Oder vielleicht doch nicht. Ja, oder vielleicht doch nicht. Oder vielleicht ist es zu heiß dann. Oder vielleicht ist es dann wieder zu nass. Für einen ganz kurzen Moment hatte ich es als Kritik verstanden. Fahren wir jetzt los oder? Ich lasse das mal unkommentiert. Willkommen im April. Ach nee, August. Ah, da hinten kommt eine dunkle Wolke, ne? Ich weiß nicht, ob das ist. Noch vor der dunklen Wolke erreichten wir das Hotel in Mauchen. Und was soll ich sagen, wir waren etwas underdressed. Oh, einen schönen guten Morgen aus Mauchen, aus unserem Luxushotel, wo wir gestern eingecheckt haben. Ich muss sagen, es gab auch nicht so viel Auswahl, weil hier ist ganz schön viel ausgebucht. Und gestern war die Wettervorhersage so, dass wir auf jeden Fall ein festes Dach über dem Kopf haben wollten. Hat sich zwar nicht so entwickelt, aber ja, als wir mal hier in diesem fancy Hotel haben wir übernachtet. Wir waren gestern beim Abendessen ein bisschen underdressed. Aber ein bisschen. Ja, man fühlt sich sehr wohl. So in Jogginghose und Fahrradtrikot und Fahrradschuhen. Aber ja. Jetzt geht's los. Wir fahren jetzt zurück nach St. Blasien. Da steht unser Auto. Es sind noch so ca. 30 Kilometer, ein paar Hügel noch dazwischen. Aber wir sind jetzt schon geübt. Gesundheit! Los geht's! When it's all about the race, no turning back too late. Got my bones about to break. Can't feel the pain, but my soul still got the fire. Got my heart beating faster. No time to waste, 'cause my time is now. Schrauben uns gerade hier einen Berg hoch. Da oben ist eine Kirche, da wollen wir Mittagspause machen. Unsere Route heute hat so geplante 700 Höhenmeter, vielleicht einen Ticken mehr. Katrin hatte gestern noch eine Route geplant, die hätte so 1200 gehabt. Ich habe dann noch mal ein bisschen optimiert. Bin ganz, ganz froh, dass es keine 1200 sind mit den Anhängern. Schon ganz schön krass hier, diese Steigungen hochzukurbeln. Kleine Randnotiz: Wir fuhren gerade einen Skihang hoch und mein Magen knurrte entsetzlich. Katrin ist da vorne. Sieht nach nichts aus, aber es zockt. Den Umweg über den Berg hatten wir in Kauf genommen, um in der Mittagspause ein Gasthaus anzusteuern. Da keine Schutzhütten in der Nähe waren und es extrem windig war. Unser Mittagspausenspot ist leider heute gescheitert, weil der macht erst um 17 Uhr auf. Lass mal gucken, wo wir uns gleich hier ein bisschen winddicht verkriechen. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich hatte Hunger. Mittagspausenergänzung, bevor wir noch trocken Brot essen müssen. Was gibt's da so? Ein Wurstwarenautomat. Wahrscheinlich haben wir kein Kleingeld. Wahrscheinlich haben wir kein Bargeld. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich hatte Hunger. Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob Jakob die Funktion mit einem einarmigen Banditen verwechselte und darauf wartete, 5 Gleiche in einer Reihe zu haben. 20 Minuten später.
Die Fleisch- und Wurstwaren gehen gerade in die 16. Runde. Und für was hast du dich entschieden? Es wurde am Ende ein Kaminwurzen. Ah ja. Dann lass uns mal jetzt einen Spot suchen. Und das war bei dem Wind gar nicht so einfach. Mittagspause, wir haben jetzt gerade mal kurz das Zelt hier aufgebaut. Wir sind hier nämlich an so einem, ja, auf der Karte war so ein Picknickplatz mit Unterstand eingezeichnet. Wir brauchen auf jeden Fall einen Windschutz, weil wir ja nachher auch noch wickeln müssen und so und Ronja auch nicht frieren soll. Jetzt haben wir gedacht, wir bauen kurz das Zelt auf, dann haben wir ein gemütliches Plätzchen für die Brotzeit. Ja, es wurde echt Zeit. So, kurzer Zwischenstand zur Mittagspause. Wir haben jetzt 20,4 Kilometer und schon 698 Höhenmeter. Also heute ist es ein richtig knackiger Tag. Coffee, Coffee! Essen, spielen, kuscheln, Sachen angrabbeln. Das war mal eine richtig schöne Mittagspause. Zu den von Jakob kalkulierten 700 Höhenmetern, die wir ja schon in der Mittagspause erreicht hatten, kamen auf dem Weg nach St. Blasien noch ein paar hundert Höhenmeter dazu. Mit schweren Beinen und etwas stärkeren Augenringen als sonst erreichten wir St. Blasien im Sonnenschein. Der Dom von St. Blasien, ja. Es war irgendwie ironisch. Auf unserer ersten Bikepacking-Tour mit unserer Tochter Ronja hatten wir 5 Tage lang Wind und Wetter getrotzt. Immerhin weiß Ronja so von Anfang an, wie Urlaub mit uns so ist. Und dass man nach dem Urlaub erstmal Urlaub vom Urlaub braucht, ist für uns ja auch nichts Neues. Diesmal haben wir es allerdings wörtlich genommen und sind nach ein paar Tagen Pause in St. Blasien spontan in die Verlängerung gegangen. Weitere 5 Tage Urlaub vom Urlaub. Wir würden sehen.